Hallo und herzlich willkommen zum Bryden Open Cup, einem russischen Cup, soweit ich das weiß, im Gruppenphasenspiel zwischen Cleave und Goomba. Kurz anzumerken sei hier, dass Cleave, wie man an den Stand-ins da sieht, sich irgendwie disbandet hat, was super ist für einen laufenden Cup. Dementsprechend haben sie jetzt vier Stand-ins. Wobei Jalitsu, da glaube ich, irgendwie der einzige ist, der da noch drin ist und Wicked Sick eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ganz im Chat verfolgen können. Aber auch Goomba sind mit Exist und Chris hier auch noch ganz gut dabei. Ede fehlt, soweit ich es hier sehe. Meistens als Core Support. Aber Exist ist auch schon länger dabei. Wie der Chat auch schon schön angemerkt hat, vielleicht werden da einige Roster-Changes kommen. Aber gut, das sei angemerkt. Andererseits, Quatsch, weiterhin. Jetzt ist es 15 Uhr, es wird bis 19:30 Uhr durchgezogen hier. Wir haben vier Spiele in der Gruppenphase 2. Die Gruppenphase 2, beziehungsweise die Gruppenphasen des ganzen Dinges hier bestehen aus jeweils vier Teams, die sich dann, zwischen vier Teams, dann in neun oder vier, acht Matches die Köpfe einschlagen. Sind das so? 4, 6, 8, 10, 12. Ja, wer hat das gesagt? 4 mal 3. Und die zweite Gruppe, wo wir gerade sind, besteht aus Basically Unknown, Goomba Gaming, Cleave Gaming und Time to Get Real. Somit besteht der heutige Tag aus jetzt diesem Cleave vs. Goomba, danach Cleave vs. Time to Get Real, danach Unknown gegen Goomba und danach Unknown gegen Cleave. Das beendet auch die Gruppenphase 2. Und nächste Woche, beziehungsweise dann 18.01. Morgen. Ha. Morgen, übermorgen und übermorgen beginnt dann die Gruppenphase 3 mit My Insanity, 5 und 3, X-Game und Vega. Aber der Draft geht schon sehr schnell voran. Und da werfen wir das hier. Wispban, Panaban, Trollban, Viperban. Cool, aber erstmal First Pick Juggernaut. Immer noch not enough nerfed. Cleave gehen mit Vengeful und Lycan. Und nachher eventuell ein paar Omni-Slash-Swaps zu sehen und Venge natürlich jetzt immer noch sehr starker früher Support, obwohl sie jetzt die Magic Missile ein bisschen genervt haben. 13 Sekunden auf Level 1, hey. Aber wie ja schon angemerkt wurde von Gorgon, glaube ich, auf Join Dota, war das halt ein, hey, Venge ist sowieso ein One-Stun-Held. Mit dem Mana-Pool kann man sowieso nur einmal werfen, das ist relativ irrelevant. Würde ich auch zustimmen. Und Dazzle kommt hier als nächster Held. Kann ich jetzt nicht so direkt Synergy sehen? Vielleicht kommt da noch was, sowas wie Huska oder sowas. Ich hätte jetzt eher Dazzle auf der Seite von Lycan erwartet. Mit der Shadow Wave, die dann doch ein bisschen mehr Damage reinhaut. Aber Titanaban, Razorban. Gute Bans dafür. Besonders für Cleave, die halt eigentlich keinen Titan da wollen, der da deffen kann. Weil das würde den Push doch sehr aufhalten. Es scheint so ein bisschen auf Push zu gehen. Oder sie gesehen halt selbst Lycan als. Wir haben da so jemanden, der halt mal schnell Split pushen kann. Ich weiß nicht, ob sie all in Push gehen. Wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber die Möglichkeit steht ihnen noch offen. Außerdem mit dem Brutmother-Bun. Auch ganz gut so, okay. All in Push mit zweimal Split Push ist. Nö. Das wäre ein bisschen zu viel für Cleave hier. Mal schauen. Cleave muss jetzt gucken, dass sie ein bisschen den Def rausnehmen von Goomba. Beziehungsweise halt das Reagieren auf Lycan will ich irgendwie rausnehmen. Sowas wie ein Storm oder sowas auch wie ein Sent, der halt schön initiaten kann und Leute aufhalten kann. Holen sie raus und mit dem Jakiro haben sie noch mehr Push. Noch mehr Push und einen guten Support da drin. Eventuell könnte das sogar noch ein sehr starkes Pushliner werden. Vielleicht denken sie sich hier, okay, wir sind vier Stand-ins, wir haben uns disbanded, wir müssen jetzt irgendwas machen, also lass uns mal lieber irgendeinen Pub-Strat schnell einen Push durchziehen, damit wir nicht in die Teamfight-Gefilde kommen, wo es auf Teamwork ankommt. Je später es wird, desto mehr Strategie und desto mehr sollte eigentlich Goomba da die Erfahrung auf jeden Fall mitbringen. Außerdem hier dieser Name. Heißt wohl Jim Moriarty auf Russisch. Gehört von daher, wird immerhin jeder Name hier aussprechbar sein für mich. Aber gut, Goomba. Im letzten Games in der John Dota League, die ich zuletzt gecastet habe, habe ich zumindest gesehen, dass Goomba sehr, sehr stark auf Pick-off-Lineups geht und sehr gank-orientiert ist.
Also jetzt sollte das eigentlich okay sein, wenn Like and Split pusht. Das Problem ist, wenn sie hier noch weiter All in Push gehen, wird das für Goomba erstmal nicht funktionieren. Dann müssen sie was anderes draften. Ja, stimmt. Ich habe viel zu wenig gesagt. Aber wir haben noch eine Minute. Mal schauen, was sie hier auspacken. Exist als Stand-in ist der Drafter. Vielleicht wird er definitiv mehr aus Exist. Oder vielleicht hat er nur irgendwie sein Goomba-Tag vergessen. Er ist ja schon sehr lange dabei. Eigentlich. Zumindest ist der Name mir bekannt. Mal auf. Drauf gucken. Aber erstmal ein Sandking. SK für Goomba. Wunderschön. Als Death-Held und halt auch die Epicenters. Prisse hat Cleave nur nichts, um es auszuhalten. Vielleicht ein Lucky Venge for Spirits dann. Venge for Spirit Wave, um den Blink aufzuhalten, aber bisher ist da sonst noch nichts. Ja, genau. Genau, Ede fehlt mir, RMN fehlt dir noch. Ich weiß nicht, was Alex ist. Aber naja, Chris und Exist sind die öfteren Mitspieler hier. Bei Alex bin ich nicht ganz sicher, ob das Ede ist oder nicht. Nun gut, Undying für Cleave, also doch schon einen sehr starken Teamfight-orientierten Push mit sehr vielen Minions. Und mal schauen, ob Goomba da das Richtige raus aus dem Ärmel zaubern, um das aufzuhalten. Wir brauchen jetzt doch wahrscheinlich eine Mitte und eine Offlane. Und besonders eine Offlane vielleicht ein Timbersaw oder sowas. Ob Level 6 schön zum Deffen oder... Was haben wir denn dann noch auf der Offlane? Wahrscheinlich definitiv Fernkampf. Oder zumindest Fernkampf gespielt. Ja, ein Pack. Auch nicht schlecht. AOE Burst ist genau das, was Goomba gerade brauchen. Aber mit dem Sand King, mit dem Pack haben sie da schon einiges. Ist halt ein Problem für Juggernaut. Wird halt sehr stark von Undying und Lycan gecountert. Da der Omnislash doch relativ schwierig zu treffen sein wird. Aber mal schauen. Goomba und Cleave haben noch einen Bann, einen Pick. Müssen sich jetzt überlegen und Timbersaw Bann. Sehr schön. Wie ich schon gemeint hatte, wäre das ein sehr guter Pick für Goomba gewesen. Aber nada. Cleave sagen nope. Das ist sinnvoll. Von daher müssen wir eventuell Puck auf die Offlane stellen und die Mitte noch was anderes tun. Wobei ich ja davon ausgehe, dass es bestimmt noch irgendwas auf der Offlane gibt, was da besser ist. Vielleicht sogar einfach ein Void reinstellen, aber ich glaube, da haben sie zu viel Timeouts. Haben sie zu lange Zeit, wenn die Chrono halt einmal raus ist, danach wieder rein zu pushen. Wraith King noch als letztes rausgebannt. Noch eine schöne... Keine Ahnung, wahrscheinlich Undying Offlane. Oder sie gehen Aggro mit Venge, Shakiro, Undying. Und so jetzt noch einen Safe Farmer. Mal schauen, was ihnen da einfällt. Haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, können sich überlegen. Es wird auf jeden Fall irgendwas zum Pushen sein. Die Frage ist, ob sie mit mehr Minions gehen, ob sie mehr Tower Damage gehen, ob sie vielleicht doch auch irgendwas nehmen, was, mit dem sie teamfighten können. Mehr als wir pushen mit Minions und Howl rein. Na, mal schauen. Mal schauen, was sie hier tun. Okay, also Alex scheint wohl nicht Ede zu sein. Keine Ahnung, Chat, was da noch losgeht, ja. Ede ist da, aber nicht dabei. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wenn jemand weiß, wer Alex ist, ich lese den Chat. Ausnahmsweise. Tja, 25 Sekunden noch für Cleave. Mal schauen, ob hier noch was einfällt. Was Sinnvolles. Sind vielleicht ein bisschen ratlos. Kann jetzt im Prinzip entweder alles sein oder halt... Ich weiß nicht, ob es den einen Helden gibt, der jetzt perfekt ist. Oder ob sie jetzt hier irgendwas picken können, was passt. Werden wir jetzt gleich bei dem Pick, glaube ich, sehen. Tinker vielleicht? Aber gut.
ja. Marches rein. Eher nicht, glaube ich. Mal schauen, was sie hier picken werden. Ob es die Timestone oder ob sie einfach keine Ahnung haben. Ob sie random. Nein, Death Prophet. Das macht es interessant, weil Cleave hatten bisher halt einen Push, der sehr stark auf keine Cooldowns ab ist. Und jetzt haben sie mit der Death Prophet einen Cooldown-abhängigen Push, der halt umso stärker wird. Danach halt weniger. Vielleicht können sie dann halt stark pushen und danach Split pushen und danach mit dem Exorcism wieder stark pushen. Und Goomba Gaming mit einem Bloodseeker. Das ist sehr interessant. Bloodseeker habe ich jetzt hier noch nicht so oft gesehen. Exist wird den wohl als Core spielen. Pub-Server. Nee, also, ja. Als Core Bloodseeker. Oder als Offlane. Ist es ein Off. Ja, gut. Pack Offlane. Bloodseeker Mitte. Oder jungeln sie im Bloodseeker? Ein bisschen strange. Aber mal schauen, wie sie es spielen wollen. Ja. Beide Teams müssen noch ein bisschen picken, um dieses wunderschöne Bryden Open Cup komplett overlay zu sehen. Was ziemlich awesome ist. Jetzt hier sehen wir das. Pump. Das sieht doch mal schön aus, oder? So. Ja, und erstmal der erste Disconnect, beziehungsweise erstmal Pausen. Noch kein Disconnect. Aber egal. Gut, naja, auf der Seite von Cleave haben wir Jim Moriarty, Slatin auf dem Undying. Dann mal klar, der City Slave wird mit der Death Prophet wahrscheinlich in die Mitte gehen. Jiu-Jitsu. Na, geht auch in die Mitte, nicht sicher, vielleicht geht auch. Okay, es scheint ein Lycan in der Mitte zu sein. City Slave auf der Bottom Lane als Carry, Wicked Sick und Jim Moriarty supporten das Ganze. Oder sie machen Duel-Lanes. Auf jeden Fall Gera. Auf dem Jackie auf der Top Lane, es werden wohl Duel-Lanes. Okay. Standard-Pub-Duel-Lanes mit Bloodseeker und Death Prophet, ja. Ladies and Gentlemen, Pub-Doto. Nein, nicht wirklich. Auf der Seite von Goomba haben wir Alex, der wohl dann für Ede anspringt, auf dem Support Dazzle, Chill auf dem Juggernaut, der meistens, Chill geht meistens Offlane, daher wird er hier mal auf die Core-Rolle probieren, Exist auf dem Bloodseeker, der vielleicht in die Mitte geht, sieht auf jeden Fall nach einem Mitte-Block aus, wir haben Gasche auf dem Support Z-Gang und zu guter Letzt Chris auf dem Pack, auf das Pack. Und ja, Mitte wird es da wohl sein. Es wird wohl ein Aggressive Tri-Lane werden. Einfach um den Lycan zu shutdown. Aber Lycan wird in die Mitte gehen. Von daher wird das schwierig. Das ist auch so ein Aggressive Tri-Lane, bin ich mir ganz sicher. Gasha ist oben. Gasha sollte wahrscheinlich auch in den Jungle gehen. Sehr greedy dann von Goomba, wenn sie es so tun. Aber ja, okay, sie sind ja ein Dying. Nope. Gucken wir noch, welche Rune bekommt oder keine Ahnung, was Gasha hier macht. Oder guckt, wo sie hingehen. Kann vielleicht auch sinnvoll sein. Das ist ein sehr defensiver Ward von Goomba hier, der trotzdem noch von dem D-Ward hier dewardet wird, aber er doch ein bisschen in den River guckt und natürlich hier das Camp blockt. Was wahrscheinlich zum Pullen ganz interessant ist. Oder uninteressant, damit eben die Lane so bleibt. Denn das ist ja eine Solo-Lane bzw. eine Dual-Lane. Auch hier der Ward ist sehr, ja, unusual. Sie wollten halt nicht hochgehen, sehen natürlich Rotations, aber sehen halt keine Rune. So. Tja, Juggernaut Dazzle. Das ist auf jeden Fall eine relativ gute Jugger-Lane. Sehr, sehr aggressiv ist. Hier unten in der Mitte hat auch Double Melee. Das wird sehr skillabhängig sein, würde ich sagen. Das ist eine sehr even Lane. Wobei, ja gut, Lycan hat viel Harris, Bloodseeker hat viel Regen. Müssen halt gucken, wiefern das Ganze funktioniert. Bisher, glaube ich, beide bei 100%. Undying wird jetzt erstmal hier Gasha aus dem Wald rausholen. Hat hier den Pull, den Pull gemacht, aber hat jetzt eine Double Lane und Undying ist sehr stark am Diven. Chris kommt hier low, 200 HP. Aber bisher passiert nichts, weil Undying ist sehr schwer down zu bekommen. 800 Leben, 5 Armor nach einer Minute. Es ist nichts, was man einfach so kurz downburstet. Ich hatte gehofft, auf der Bottomlane passiert was, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Juggernaut kann hier sehr aggressiv spielen, ja. Aber Death Prophet ist
relativ schnell und hat viele Leben. Okay, gar nicht mal so viel am Anfang, aber halt auch 3 Amor. Für einen Ranged Carry ist das schon ganz gut. Ranged Agility Carry. Von daher wird auf der Bottomlane vielleicht doch relativ wenig passieren. Die Mitte hat Lycan jetzt ein bisschen Damage bekommen, aber ja, nein. Erstmal nichts. Vielleicht sehen wir jetzt die Rotation von Guma. Sehr früh, 2 Minuten Rotation, Dazzle, Double Damage. Der haut auf jeden Fall den Damage raus und hier kommt von Gasha die Rotation. Vielleicht um den Curious Sniper, der kommt relativ gut da drin. Bin gespannt, ob er hier die Geduld hat. 5 Sekunden muss er noch warten. Bin ich mal gespannt, ob er die Geduld hat und es sieht so danach aus. Oh, und der Guri kommt. Okay. Ah, Boots First. Sollte er bekommen. Ah, okay, das wird ein langer Chase, von daher gucke ich mal. Aber Burst Strike und nicht erfolgreich. Der Kurier jukt ihn hier rum. Das ist bitter, dass er trotz... Oh, Alex wird hier low. Wird hier das First Blood? Ja, gegen Undying First Blood von Jim Moriarty. Und mehr wird hier wohl nicht bekommen. Gasha ist jetzt wieder hier. Burst Strike ist vorhanden, aber er muss halt einfach nur weg. Zombies sind auch schon ganz gut vorhanden. Das ist ja ein Desaster für Goomba. Haben sie den Kurier nicht bekommen, obwohl sie Boots hatten. Aber hey, Sand King hat relativ low Base Damage und 53 und als Melee kommt er selbst mit Boots nicht einem Solo-Kurier hinterher. Das ist doof. Chill hat jetzt hier Solo gegen Silly Slave. Sollten beide okay sein. Chill wird wahrscheinlich sehr viel geharrist. Aber wird jetzt erstmal nicht direkt irgendwie down gehen. Aber Gera auf der Top-Lane. Eventuell sind wir hier. Da, Rotation. Chris ist da. Dann kommt gleich. Bloodseeker in der Mitte holt sich tatsächlich Undying. Und Gera wird jetzt hier oben aber auch noch down bekommen. Chris holt sich den Last Hit. Mit dem Silence. Pull wird auch ein bisschen gestört von Alex hier. Na gut. Das ist immer nur ein Fight gewesen. Mal schauen, kommen wir jetzt hier rein. Chill. Hat Alex eigentlich, ja, Poison Touch ist gestillt, von daher ist das Kill-Potential auf jeden Fall vorhanden. Durch Spin plus Poison Touch und einfach Movement Speed schneller. Ist vorhanden. Wir schauen auch mal auf den Blattsieger, denn so ein schneller Kill am Anfang könnte hier schon cooler Pappsieger bedeuten. Stun kommt hier raus auf Alex. Damage ist dann kein Grave, somit wird Alex hier down gehen. Wird geburstet werden. Lycan ist noch relativ schnell dabei, aber hat eine Haste-Rune. Kann ich sehr aggressiv spielen. Bloodseeker hat leider nicht getroffen hier und muss sich jetzt zurückziehen. Ist, glaube ich, niemand low. Ah, doch. Hier ist, na, ist nicht low genug für einen Thirst. Und kann hier Zombies töten, um noch ein bisschen Leben zu bekommen. Aber wird hier geblockt von den Wölfen. Ist sehr schnell, aber ich glaube, Lycan ist schneller. Und die Bloodthirst-Zombies sind natürlich auch schneller und Lycan holt sich den Last Hit. Ja. Ist mit einer Haste-Rune immer noch ein bisschen schneller als der Bloodseeker. Denn so viele Movement-Items hat er noch nicht. Portraits sind vorhanden, aber wahrscheinlich wird auch ein Yasha kommen oder sowas. 13-2 für Cleave. Aber alles offen. Können wir die Grafen gucken nach 5 Minuten. Ja. Der eine Kill vorne für Cleave. Ist bisher alles, was am Unterschied vorhanden ist. Ja, Typ oben kommt rein. Ah, Dreamcoil ist es. Deshalb kommt das TP rein. Gera bekommt hier ein kleines Problem, aber Exist ist sehr, sehr low. Wird jetzt schneller und jetzt mit dem Thirst wird das ein easy Kill sein. Ja. Kill für Puck, der sich den Last jetzt holt. Aber auf der Bottomlane, Wicked Sick, rotiert auch schon. Mal schauen, ob das hier ein Kill wird, wenn er Stun vorher sitzt, was es wahrscheinlich sein wird. Nein. Stun soll nicht geused werden. Jetzt kommt natürlich Chill doch wahrscheinlich einfach vorbei. Schöner Poison Touch halt auch auf die Vengeful Spirit, mit eben der Stun nicht kommt. Aber Juggernaut wird hier wahrscheinlich einfach von dem Lycan überrannt. Das ist halt sehr, sehr bitter, dass sie so diven können. Und es spricht schon für den Vorteil, den Cleave hier haben, einfach von dem Lineup her. Und Jujutsu bekommt hier ein kleines Problem. Aber kann nicht ganz. Ein Hit. Schade. Wenn hier noch der Rest down gehen, aber konnte Exist leider nicht den einen Kill nach oben, um sich wieder hochzurecken. Und dann steht 6-5. Im Endeffekt nicht so viel passiert. Ähnliche Kills, aber Guma hat ein bisschen mehr Gold rausbekommen. Dann wäre das Gasche auf dem Blinkdagger. 1500 Stacks sind nicht vorhanden. Das ist natürlich auch nicht so gut für Goomba. Das wird nach dem Blinkdagger noch einiges kosten, aber wir sind 6 Minuten. 1500 Gold ist schon sehr gut.
jetzt im Jungle bleibt, sollte 10 Minuten Blinkdagger sollte eigentlich möglich sein. Der nächste Go wird eventuell von Wicked Zicky gemacht, aber Chill scheint es zu sehen. Hat hier schon ausgepinkt, aber Support ist jetzt da von Gusher. Frage ist, ob sie jetzt mit dem Level 2 Burst Strike irgendwas machen können. Wenn sie richtig rankommen, kommen sie nicht hin. Oh, der Ward hat sie gerade so gespottet, bevor er ausgelaufen ist. Pech für Goomba. Das Exists und Gusher hier gesehen worden. Also prinzipiell alle Rotations. War nichts möglich. Last Hits mehr. Oh, guckt euch diese Last Hits an. Alle vier von Cleave farmen besser als komplett Goomba. Es ist zwar knapp, aber es ist schon relativ eindeutig zu sehen hier. Dass das Cleave in Sachen Farm und in Sachen Match den also vorne haben. Goomba können jetzt hier ganken. Wenn die einen relativ einfachen Killer auf Moriarty bekommen. Okay, mit allen Ultis, hey. Aber kriegen wir noch einen Tipstone raus. Der ist natürlich auch was wert. Batz, 150 Gold geht an. Pack. Oh. Chris wird hier auch einen relativ frühen Blinkdagger bekommen. Wahrscheinlich 9 Minuten. Je nachdem, was für Farm er noch findet hier. Und ob er irgendwo farmen darf, sieht nicht danach aus. Double Damage Rune unten für Pack. Den Tower werden sie hier verlieren. Und den Top Tower eventuell auch. Ja, Push. Wie gesagt, Cleaves sind halt stark. Es wird wahrscheinlich ein 20 Minuten High Ground Push sein, der hier kommt. Oh, Gusher. Was tut Gusher da? Die TP ist vorhanden, aber... Oh, der Omnislash Range, glaube ich, ist es gerade gewesen, die das verhindert hat. Ich frage mich genau... Also ich frage mich sehr, warum Goomba da nicht einen Go gemacht hatten. Jetzt ist zwar der aggressive Ward erst draußen, um halt die Rotation zu sehen. Aber ein Omnislash plus Stun sollte eigentlich den Jacquiry schon töten. Naja, keine Ahnung, was es ist. Jetzt kommt Moriarty von hinten an, Undying ist da. Aber macht keinen Go erstmal. Chill hat Omnislash. Und... Ja, mal sehen, was da noch kommt. Außerdem... Ja, es ist einmal Stats geskillt bisher von Juggernaut. Keine Healing Ward. Kann natürlich sein, ja. Aber. Just saying. Tower wird jetzt hier down gehen. Chill dodge den Stun, aber kann trotzdem keinen Diener hinbekommen. Wollen ja auch keinen Go machen, wollen nichts davon wissen. Sind nur noch zu zweit natürlich. Denn Gusher ist kurz vom Blinkdagger und auch Pack ist wahrscheinlich. Hat den Blinkdagger jetzt. Daher könnte es eventuell bald für Goomba doch sehr viel aggressiver werden. Mit zwei Blinkdaggern. Muss auf jeden Fall Cleave aufpassen, dass sie nicht ab jetzt dann halt die ganzen Pickoffs herbekommen. Ich kehre auch wieder alleine, aber die Vision ist zu defensiv hier von Goomba. Man hat den Ward an der falschen Stelle. Jetzt. Und dann. Sonst hätten sie es vielleicht gesehen und Chill hätte hier mit Faceboots und so doch ganz gut machen können. So, Blinkerjäger ist da. Ah, daneben. Von Gusher. Wir müssen jetzt hier aufpassen, denn das komplette Lineup von Cleave kommt hier rein. Sind jetzt alle da, Gusher slow, schöner Dodge erstmal, aber wird erstmal nicht so viel mehr kommen. Wenn es noch einmal stunnen, wird wahrscheinlich hier defensiv die Klippe runter stunnen wollen und ah, kommt nicht rechtzeitig hin. Bitte Undying holt den letzten Burst quasi noch raus. Sollte eigentlich kein Burst sein, wie viel Damage, Level 2 haben wir noch. 60 Damage haben gereicht. Oder ich glaube es war ein Soul Rip eventuell, der noch den Damage gemacht hat. Either way, Sand King ist down, Ulti ist down, damit für 12 Sekunden. Und das wäre hier natürlich eine wunderschöne Situation, mit dem Blinkdagger als erstes reinzujumpen. Aber anscheinend wollen es Goomba auch so wissen. 4 Sekunden, 3, 2, 1 für Gusher hier. Schöner Silence auf 3, aber Dreamcoin nicht vorhanden. Chill ist hier sehr weit drin, er wird eventuell down gehen, bevor er überhaupt Omnislash casten kann. Ja, wird hier down gehen, das ist bitter. Gusher blinkt dann daneben. Ah, EP ist da, aber 1 zu 1 immerhin an, Dying ist auch schon down. Trotzdem, na gut, der Max ist raus, sie haben den Push abgewehrt, es ist ein Erfolg für Goomba. Aber da hätte wesentlich mehr passieren können. Und sie wahrscheinlich ein bisschen mehr warten müssen, aber der Tower war zu down, sodass sie es nicht konnten. Tja, schauen wir uns mal die Grafen an. Sind natürlich immer noch vorne für Cleave, aber immerhin nur 3k Networth. Bei 2 Towern ist das noch super im Rahmen.
So, der Tower wird hier down gehen. Aber wunderschönes, episches Channel hier. Double Stun, Dream Coil und wunderschöner Double Kill von Gasha hier. Verdient bekommen. Hat Paki nicht stehlen können. Schönes Epi. Und schöne Overextension Tower. Wurde von Jakiri destroyed. Aber sehr viel rausbekommen. 1000 Gold und knapp 2k XP. Genau das, was Guma jetzt brauchen. Und jetzt sind sie auch im Grafen wahrscheinlich wieder even. Wobei 2k, ja, nee, nicht ganz. 2k Gold für den Tower und 1k Gold für den Kill. Aber eventuell der erste Tower selbst für Goomba. Allerdings sind beide Heroes in 5 oder 3 Sekunden, 2 Sekunden wieder da. Und wenn jetzt die Peace reinkommen, könnte es vielleicht doch nicht so gut laufen. Hierfür aber ist dann schnell die Vengeful Spirit dann gebürstet. Schöner Healing Wave. Trotzdem kriegt Gasha den Kill hier. Und der erste Tower für Goomba. Naja, vielleicht geht es hier bergab für Cleave. Muss man sehen. Aber meistens ist es halt so der Punkt, wenn das Pushing-Lineup die ersten Tower verliert, muss auf jeden Fall aufgepasst werden, dass das Momentum nicht aus der Hand gegeben wird. Denn alle T2 stehen noch mit mehr oder weniger vielen Leben. Aber trotzdem hier, nächste Gank auf Silly Slave. Double Damage Rune auf Pack und sehr, sehr schneller Tod auf Silly Slave hier. Denn das können jetzt Goomba weitermachen. Wir haben jetzt das Momentum ausgeglichen und haben ein sehr stark gank-orientiertes Lineup mal wieder von Goomba. Von daher haben sie jetzt auf jeden Fall die Nase vorne hier. Rotations können kommen. Kann natürlich nicht gekehrt werden. Erstmal eine Pause von Gasha. Und prinzipiell, solange das Rapture online ist, kann hier der Go gemacht werden. Juggernaut hat noch sehr wenig. 0-2 mit 40 Last Hits. Sehr, sehr weit geshutdownt. Aber gut. Haben auf jeden Fall, jetzt ist Momentum wieder even, haben mehr Kills sogar. Und müssen hier zeigen. Networth even. Bis auf ein bisschen was, 500 Gold. Und XP sogar auf der in favor of Goomba. Müssen sie gucken, ob sie das wieder abgeben oder nicht. Ist halt beim letzten John Dota League Spiel bei Goomba schon das Problem gewesen, dass Goomba das Ding hatte, dass sie ja gutes Ganking Lineups hatten. Aber dann halt die ganzen Streaks, die sie angesammelt hatten, im Teamfight irgendwann halt wieder abgegeben hatten. Und dann das Game, ja, nicht gethrowt haben. Aber es war halt unvermeidlich, dass sie halt irgendwann diese Streaks abgeben, weil sie halt nicht weit genug vorne waren. Und der Gegner Teamfight Lineup hatte, okay. Und wenn sie jetzt hier reingepusht wird, und Goomba hatten sehr viel gegankt, aber im Push halt die ganzen Helden sterben, die Streaks haben, kann sich das halt sehr schnell wieder ausgleichen. Und das ist halt immer noch das Problem, was ich bei Goomba sehe. Außerdem, Jugger hat zu wenig. Seeker bekommt ein bisschen was, hat jetzt ein Sage, wird wahrscheinlich Sage und Yasha gehen. Oder wobei, gegen Lycan könnte man eventuell Halbert gehen, aber nicht sicher. Muss man schauen, muss man schauen. Na, eine sehr lange Pause. Haben irgendwelche Leute gesagt, was sie tun? Nein. Einfach nur one second. Jo. Ansonsten. Was kann ich erzählen? Ich kann mein Streaming-Lineup erzählen. Okay, never mind. Gut. Kai muss nicht aus dem Krieg erzählen. Von daher. Besser für alle. Smoke auf Roche. Und Puck hat das hier nicht gescoutet. Der Op ist weg. Eventuell wird er noch ein zweites Op schicken. Sieht nicht so danach aus. Wäre jetzt perfekt, wenn er jetzt noch das Op. Ah, da kommt die Wave. Hat er es gesehen? Nein, er hat es nicht gesehen. Ah, ganz knapp. Auch Dazzle kann natürlich hier nichts tun. Hat die Ward gesetzt, aber zu spät. Sieht halt sowieso nichts. Das ist ein schöner Rush und Snipe. Sehr knapp von Chris, dass er das nicht gesehen hatte. Wenn hier ein Undying dafür bekommen. Aber mehr auch nicht. TP kommt rein, das sollte gecancelt werden. Aber es ist Lycan, der natürlich sehr lange stallen kann. Dazzle Ultimate. Hält er die Leute ab, erstmal reinzugehen. Aber sehr, sehr knapp von... Auch der Ward, wenn er früher gewesen wäre, hätten sie hier die Wave gesehen. Dann wäre das ziemlich schnell vorbei gewesen, dieser Roshan. Das ist in allem sehr lucky für die, dass sie da wirklich gemacht haben. Aber Epicenter Go hier auf Vengeful Spirit und schöner Kill. Aber mal schauen, wie viel Lycan hier bekommen wird. Hat die Dreamcoin. Und kann erstmal nicht so viel mehr machen. Also auf das Ende zu warten und dann weiter reinzugehen. Sehr aggressiv und ich weiß nicht, was er hier tut, denn er hat keinen Support und komplett Goomba ist hier. Throws von Cleave. Wird man sehen.
Es scheint so nach Throws für Cleave auszusehen. Allerdings Undying in 3, das kann natürlich auch ein Triple King für Undying werden. Aber es sieht nicht so nach aus. Exism kommt jetzt rein, eins nach dem anderen von Cleave rein. Immerhin ist Chris hier, wird wahrscheinlich hier down gehen. Sieht danach aus. Erstmal ist Dazzle down, Undying lebt immer noch und sie haben jetzt kein Damage mehr. Exist ist in der Corner. Wird seine Streak wahrscheinlich auch abgehen. Okay, hat noch keine Streak gehabt, aber doch nicht so gut gelaufen für Goomba hier. Ich glaube, da hätte Juggernaut noch reinkommen müssen. Sehr even. Sehr even, aber Aegis abgekommen. Push ist wahrscheinlich jetzt auch vorbei. Ja, die Spirits sind vorbei, aber der Tower ist sowieso down. Ist zu low, um darauf was zu machen. Chris? Chris? Feed? Ja. Da hat er nicht mit dem Liquid Fire gerechnet, was reinkam, sobald er reingeblinkt ist. Und, ja. Hat damit seinen Blinkdeck auf Bullen gesetzt und keine Chance gegeben, hier zu entkommen. Dumm gelaufen, sehr greedy von Goomba. Müssen sie eigentlich nicht tun. Damit hier durchaus das Line-Up hat, einfach zu fighten und Pickoffs zu holen und damit den Fight vorher zu entscheiden. Was man halt auch eben gesehen hätte, wenn da noch Chill gewesen wäre, hätten sie das durchaus goen können. Ja, ich glaube, das wird hier gesehen. Aber hier wird hier gesehen. Aber Exist hat nicht den richtigen Engel. Die Würfe sind jetzt da und jetzt ist natürlich nichts mehr möglich. Wenn das ein Gank von Exist war, dann weiß ich nicht. Nicht so ganz durchgezogen. Aggressiver Swap? Nein, nicht ganz ran. Auf Level 8. Das ist natürlich nicht so einfach. Und der Top Tower wird jetzt wahrscheinlich das nächste Ziel sein von Cleave. Aber Goomba sind bereit. Goomba wollen es wissen. Chris ist hier sehr aggressiv. Sieht hier die ersten Kills. Stunts auf 2, Dreamcall auf 2. Sehr schön, aber beide Termine raus. Wunderschöner Stun hier von Gasha. Und Double Kill für Bloodseeker am Ende. Damit sich mit dem Pure Damage Nuke die Kills holt. Und kommt da sein Yasha. Da kommt sein Yasha. Also noch ein bisschen mehr Movement Speed für den Bloodseeker. Kann ja nicht schaden. Rupture ist fertig, von daher wird es hier auf Undying gehen. Aber Lycan ist da. Das könnte schwierig sein für Goomba. Andererseits haben sie auch noch zwei Vorteile hier. Ach, daneben. Chris wird hier gesehen, aber Rupture ist halt da und Undying muss sich jetzt eigentlich nicht mehr viel bewegen, außer Damage machen. Ah, der Damage ist sehr groß. Chris wird hier sehr, sehr low gehen und hat noch nicht Faceshift genug, um da rauszukommen. Aber Minus Armor auf Lycan. Eventuell können sie das turnen. Sollten sie turnen? Na, das sieht nicht danach aus. Minus Armor ist jetzt sehr groß auf Lycan. Minus 4, minus 5. Trotzdem weglaufen. Klar, es ist ein Exorcism. Aber eventuell hätten sie den Lycan doch bursten können. Mit Stunts, mit Exist hätten sie da vielleicht Möglichkeiten gehabt. So geben sie immerhin nur den Dazzle ab, der sich schön mit dem Grave in die Gegner reingeopfert hat. Also auch sehr schöne Plays von Gasha hier, um sein Team zu saven. Na, immerhin. Im Endeffekt war es ein 3-2 Trade. Zwei Supports und die Undying gegen Puck und Dazzle. Und sehr viel Space für Chill natürlich created, der den T1, glaube ich, gerade eben genommen hat. Ja, T1 für Juggernaut. Und hat jetzt mit T2 ein bisschen Pressure machen können. Aber T2 Pressure abgesagt, Epicenter von Gasha hier rein. Und Lycan sieht danach aus, dass aber hier down geht. Ja, Tower wird low. Mal schauen, ob sie noch den 9 bekommen. Der Tower wird hier schießen. Goomba, passen sie auf. Okay, Tower Akro gezogen von Siege Creep. Und der Tower wird wohl gleich die Knight werden. Vengeful Spirit ist da Omni Slash, kein Mana. Aber ist auch nicht nötig, denn Mask of Madness, Juggernaut, holt sich hier den Kill auf Wicked Sick. Jetzt aber Blocks noch ein bisschen für Gasha und Juggernaut holt sich den letzten Kill. 20-13 für Goomba. Jetzt im Laufe der Zeit doch ein bisschen in den Kills vorne laufen und diesen wunderschönen Engage hier in den T2 Tower machen konnten. War das Problem, Undying hat sich an den Top T2 Tower tippiert und Juggernaut konnte einfach in die Mitte gehen, sodass sie hier auf jeden Fall einen 3 vs. 5 Engagement hier rausforcen konnten. Das sind nur 3 vs. 4, der Exist war nicht vorhanden. Gerade geht der Push so ein bisschen flöten, einfach nur daher, dass Cleave nicht wirklich zu 5 mal pushen kann und Goomba hier das Momentum übernehmen. Sehr praktisch. Für Goomba natürlich, aber Cleave werden da wahrscheinlich demnächst irgendwas tun. Wenn es nur einen 4-5-Man-5-Hero-Push auf die Mitte ist. Und da müssen halt Goomba wieder reagieren.
Die Frage ist halt auch, Epicenter in 30 Sekunden, das ist zu früh. Mal schauen, ob sie noch stallen können. Glaube ich eher nicht. Nein, der Tower sollte... Seriously? Tower? Deny? Nichts? Okay. Dann eben nicht. Ich weiß nicht genau, warum die Tower nicht denied werden. Die, das war jetzt eine halbe Sekunde, die sie gewonnen haben. Halbe Sekunde für 1000 Gold. Dachte ich eigentlich, dass es das worth it ist. Aber gut. Dazzle holt ihr den Tower oder was? Scheint so. Healing Wave ist da. Dann sollte er jetzt vielleicht zurückkommen, denn der Highground Push kommt hier hoch. Exosum ist da. Dazzle. Dazzle. Okay. Aber very low. Die Dream Coil macht einiges und jetzt hier der Omnislash draußen, aber Omnislash Level 2 ist es zwar schon, aber sehr viel Creep Saves noch vorhanden gewesen. Das Dazzle Ulti zeigt jetzt seine Wirkung. Jakiro ist down hier. Rukizik geht jetzt hier auch noch down, aber Undying und die Death Prophet stehen hier stark drin. Puck ist down. Alex wird von den Zombies wahrscheinlich jetzt hier umgebracht werden. Exist ist noch hinten drin. Buybacks von Puck. Und Silly Slave wird jetzt hier auch down gehen. Tower Shots. Secure den Kill und Undying als letzte Überlebende. Jim Moriarty juckt ein bisschen herum, aber hat kein DP und keine Chance, da wegzukommen. Also, kompletter Teamwipe von Cleave für zwei Kills und ein Buyback. Wobei, ne, Dazzle ist tatsächlich gestorben. Nachher ein Buyback. Sehr schön gelaufen für Goomba hier. Sehr schön gedefft, obwohl Dazzle ein bisschen spät kommt. Aber Dazzle Ulti macht einiges. Und das, ja, prinzipiell ohne EP, soweit ich das gesehen habe. Ja, ohne EP. Aber mit einer wunderschönen Dreamcall. Das zieht den Grafen weiter nach unten. Und Goomba sind jetzt zum ersten Mal in Networth vorne. Und das mit zwei T2 Towern down und einem T1 Tower down. Von allen Sachen Towern sehr weit zurück. Aber Goomba haben den Networth wieder runtergeholt. Haben jetzt hier das Momentum da. Haben jetzt den Goldvorteil. Und den Experience Vorteil, der bei 12k liegt. Von daher, wenn sie jetzt hier nicht ein bisschen throwen und in Sachen strategische Entscheidung gegen ihn liken, halt irgendwie die Base verlieren, dann könnte es sehr, sehr gut aussehen. Kira snappt jetzt hier, aber Omnislash 20 Sekunden. Müssen sie hier gucken. Chris ist relativ low. Sollten sie nicht overextenden. Epicenter da auf 2. Wunderschön gemacht. Und Undying direkt geburstet. Fast direkt. Oh, Gasha macht hier die, holt hier die Plays raus. Und ist gerade der Playmaker für Goomba. Zusammen mit Chris. Der hier Dream Coils und Silences auf einige landet. So, mal schauen in der Mitte. Cleave wollen Go machen auf Exist. Sonst draußen, whoops, das ist ein bisschen viel. Aber, oh, schönes Grave noch gerade so rausbekommen. Jetzt sollte aber getippet werden. Oh, kein TP, seriously. Ach, Leute. Geht hier down. Aber eventuell, guck mal, Reengage. Nein, wird kein Reengage, haben jetzt beide Helden aufgegeben. Schönes Grave, aber dass da hier kein TP vorhanden war, ist schon ein bisschen bitter. Und das war das TP hier? Nee. Ich dachte, dass der Swap das eventuell abgebrochen hat, aber nein. Juggernaut hat seinen Zepter fertig. Auch noch etwas. Das ist natürlich hier nicht so wertvoll einfach, weil so viele Minions da sind. Aber Zepter, Juggernaut. Auf jeden Fall für Pickoffs auch gut. Goldgraf weiter nach unten. XP-Graf bei 12k steady. TB-Scrolls, 3 Stück. Oh, BOTs schon. Gasha hat hier eine 5-1-12. Ja, MVP in diesem Spiel. Hat natürlich das meiste Geld hier auch noch. Wie sieht es mit dem Geld hier aus? Aus 7k Net Worth. Nicht so weit vorne, wie ich erwartet hätte. Oh, die Wölfe sollte jetzt blinken. Ja, okay, hat ja einen Force-Diff immerhin. Platz. Ja, schönes Entry hier, um halt hier auch die Wölfe abzuhalten. Denn die sind sehr, sehr neu. Besonders für den Sand King, der gerne irgendwo hingehen möchte, wo er nicht gesehen wird. Sucht hier die Leute. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist es doch um die Ecke? Aber doch noch ein bisschen entfernt. Hat jetzt doch bald seine BKB fertig. Das wird auf jeden Fall sehr wichtig hier für ihn. 12 Armor, BKB und genug Movement Speed, um ja, die Undying vielleicht zu kiten.
in Liken zu kiten. Wird vielleicht ein bisschen schwer. Wenn es einer schaffen kann, das ist Platzsieger, das stimmt schon. Aber trotzdem, Liken kiten. Um auf 650 zu kommen, glaube ich, brauche ich BOTs. Und oh, jetzt wahrscheinlich noch. Aber Smoke. Smoke von Goomba und es scheint so, als ob hier keine... Nein, zu spät der Smoke von Goomba. Scheint erstmal... Haben wir immerhin ein Auge auf Roshan. Aber der Ward sieht alles. Ich dachte, es wird ein Smoke, aber es sieht nicht danach aus. Smoke hat auch keiner. Kurier hat keinen Smoke gebracht. Hat der Kurier denn einen Smoke? Nope. Aber es sind Cleave jetzt, die smoken. Und das sind drei Helden von Goomba, die hier in Jeopardy sind. Chill und Exist, die beiden Cores. Und das sieht nur nach Chill aus, der hier down geht. Oder eventuell schönes, schöner Spin, Rupture auf den Liken, wunderschöner Escape hier. Und eventuell wollen sie re-engagen. Und es sieht so aus, Omni-Slash, wunderschön gemacht. Creepwave kommt jetzt erst rein, aber der Damage ist schon draußen trotzdem, aber leider kein Chill. Oh, Gasha wieder mit dem Epicenter, wunderschön. Fast zum Triple-Kill und Goomba räumen hier auf. Seed Slave geht down, Undying im letzten Überlebenden und kompletter Teamwipe für Goomba. Oh, wunderschönes Epicenter. Goomba räumen hier auf. 6000 XP, 5000 Networth Change. Holy shit, und ein Roshan für Goomba. Damit haben sich Goomba auf jeden Fall hier die Führung erspielt. Und bekommen hier auf der Toplane wahrscheinlich einen T2. Und werden danach den T2 in der Mitte angehen, soweit ich das mit dem Push sehe. Wunderschön gelaufen. Auch Roshan wichtig für Chill. Dass er eben nach dem Spin, wenn er vulnerable ist, halt auch einen Go machen kann. 2800 Gold. Platzsieger tatsächlich, holt die Aegis, okay. Mit dem BKB, aber gut. Chill hat auch einige Invulnerability Frames hier mit dem Omni-Slash. Der schon fast wieder auf Cooldown ist. Müssen wir gucken, den T2 Tower haben sie nicht bekommen. Aber Networth ist jetzt bei 12k hinten. Eieiei, da müssen Cleave was machen. Dieser Smoke hat sich nicht ausgezahlt. Und das, obwohl sie prinzipiell nur zwei Leute bekommen haben, gesehen haben, aber. Keinerlei Lockdown vorhanden von Cleave. Mensch for Spirit ist nicht vorne gelaufen. Konnte hier nichts swappen. Außerdem ist der Swap halt auf Level 2 noch nicht genug, um halt wirklich zwischen Smoke brechen und ein Go machen, das zu machen. Andererseits ist Oil zwar eigentlich draußen. Da frage ich mich, warum der Swap nicht kam. Oder warum es halt nicht rechtzeitig war. Aber nichtsdestotrotz. Okay, Cleave wollen traden. Cleave wollen erstmal die Rex antatschen. T2 Tower sollten hier bekommen. Und dann geht's CTP zurück. Oh nein, T2 Tower wird es nicht. Keine Zeit. Denken Goomba, hätten sie aber tatsächlich. Chill könnte hier eventuell wieder umdrehen. Aber nope. Wird hier Solo auf den Dying finden. Ups. Na doch nicht. Auf jeden Fall keine gute Idee hier. Exist. Laufen hier aneinander vorbei. Chris mit dem Smoke und einer Haste-Rune. Aber trotzdem zu schnell. Finden hier einen Jakiro, der sich wegtippiert. Und Death Prophet. Mal schauen, ob sie farmt. Das sieht nach einem Farm aus. Das ist bitter. Dreamcall. Can go. Okay. Alle sind missing. Wobei, Lycan ist unten. Hätten sie ein Go machen können. Aber, oh, das wird ein schöner Omni-Slash, sobald die Creeps down sind. Ja. Nee. Ach, der Omni-Slash. Was tut ihr da? Omni-Slash... 200 Damage mal 12. Sollte. Ja, gut. Sollte doch definitiv ein Kill sein. Na gut, aber dann holt er sich lieber hier den Undying nochmal raus. Ja, braucht einige Zeit hier. Aber Gasha wieder mit dem Stun. Der Chill ermöglicht, den Go zu machen. Nein, das sieht nicht danach aus. Warp raus. Und jetzt denkt natürlich Goomba, dass das ganze Team dahinter ist. Müssen hier B gehen. Schöner Forster von Gasha da raus. Und nichts passiert. Keine Aggressive Wards. Ein Ward nur von Goomba hier in der Mitte. Der einiges in der Mitte liefert, aber besonders halt hier. Wenn hier ein Ward gewesen wäre, hätten sie da sehr viele Kills bekommen. Und Exist ist jetzt hier. Exist holt sich jetzt hier an Dying. Hat auch nicht den Creep getroffen, gut. Und Kill. Aber auf der anderen Seite, ja, Juggernaut holt sich die Venge. Wenn er rumgechillt hat, okay.
Nicht so gut. Dreamcoil ist draußen. Double Oils und dann ist die Dreamcoil weg. Okay. Ah, Stun daneben von Gasha, aber es reicht auch so. City Slave poppt hier down. 3 Kills an verschiedenen Stellen auf der Map von Goomba. Und jetzt wird Jajitsu ein Problem bekommen. Stun trifft jetzt hier von Gasha. Und Omnislash ist vorhanden. Aber oh, was eine Range. Ich dachte, das Ding wurde genervt. Aber die Range reicht noch. Und auch Jajitsu geht hier down. 36 zu 16 für Goomba. Qs werden noch aufgehalten. Von daher wird es noch Backdrop Protection sein. Alle Lanes sind rausgepusht. Goomba kommt hier nicht so wirklich voran. Aber die Items, die hier für Goomba auskommen, 14.000 Gold vorne, 25.000 XP Vorteil für Goomba. Die Items und die XP machen hier schon den Unterschied. Kneef kann nicht mehr so wirklich fighten. Und nicht mehr so wirklich splitpushen. Lycan, ja, geht einfach down von der Rupture. So, jetzt kommt der Push. Lycan ist immer noch down, von daher wird das hier ein Free Tier 2. Bloodstone ist fertig, aber Vayne auch schon auf Gasha hier. Wenn man Geld hat, kann man Geld auch ausgeben, ne? Mal schauen, Epicenter, Solo-Kills auf Gera? Ja, Solo-Kills auf Gera. Ich dachte mir schon so, okay, das nächste Epicenter wird weg. Wait, Epicenter auf Cooldown? Was ist da los? Solo-Kills. 8-1-17. Buyback Jakiro. Und sie sind hier 2-Tor? Nein. Okay. Ein frühes Buyback, aber vielleicht wollen sie mit dem Buyback was machen. Sie ihn hier aggressiv vorfinden, hier eventuell Gasha, aber der ist doch sehr, sehr elusive. Geht hier, ups, das war, ja. Ja, da dachte er, wäre alleine. Oh, Oils gefunden. Ich glaube, das wird nach 2, das wird ein 8-2. Bitter für Gasha hier. Monster-Kills-Preak auf dem Sand gegen die hier down geht. Und das, der Push hochkommt. 1500 Gold, Buyback ist vorhanden. Direkt Buyback geused und Cleave sollten sich hier zurückziehen. Versuchen ein letztes Mal den Go zu machen, aber alle sind da. Gasha ist da, Dreamcoil auf 2, Goomba, Gasha stunt, aber bisher ist es nur die down ist. Aber jetzt, Dazzle ist drin, das Ulti zieht, Exist wird low, aber lebt hier noch. Trotzdem, alle von Cleave noch relativ high und Chill kommt sein Omnislash raus. Buyback auch noch von Chill. Chris macht den Silence noch, aber 3 von Cleave leben immer noch, die Cores leben da. Chris geht jetzt hier auch noch down. Exist kommt hier rein, Swap rein tatsächlich von Exist. Der erste geht hier auch noch down. Undying wird wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen, kann die Rex nicht holen. Wicked Sick wird wahrscheinlich hier down bekommen. Ja, kein Mana. TP auf Cooldown wurde abgebrochen. Holy Crap, war das ein Fight. Teamwipe natürlich für Cleave, die sich hier all-in haben. Aber halt auch 3 Buybacks. 2 Buybacks für Goomba und ein Death. Ja gut, das war auch noch ein Buyback, von daher. Dieback von Gasha. 3 Buybacks und 3 Deaths. Ja, von den Grafen her natürlich worth it, aber das Zeitfenster, wo Cleave sowas noch weitermachen können, schrumpft. Und das hatten sie auch nur bekommen können, weil eben Gasha down war. Und das Epi down war. Das Problem jetzt wird sein, dass jetzt der Push kommt. Aber Cleave sind da wieder fertig. Und vielleicht sollte Goomba jetzt hier aufpassen, denn wenn sie jetzt nochmal sowas passiert, wenn jetzt nochmal die Helden sterben, dann ist es Game, auf jeden Fall. Denn Cleave kann hier reinpushen und Buybacks für Goomba sind alle down, bis auf Exist. Ja. Und Goomba Becken down. Becken zurück. Chill. Wege Silence, wunderschöner Swap. Bekommen sie irgendwie den... Nein, kann jetzt hier einfach spinnen. Tut es aber nicht. Schade. Dann hätte er vielleicht wegkommen können. Ah, spinnt hier das nicht raus. Okay, es gibt echt noch Spins. Gasha hat hier das Epicenter auf 2, aber Omnislash. Jetzt kommt das Team rein. Goomba kommt hier rein und cleant hier ab. Gasha mal wieder. Held der Stunde. Buybacks kommt von Death Prophet raus, aber Exist ist hier drin. Hat zwar noch jetzt BKB down, aber GG von Wicked Sick. Gasha hat's gerissen. Das Return EP of the Game. Holy shit. Triple Kill für Exist am Ende noch. Und GG von Cleave. Holy shit, Gasha. MVP of the Game. Ah, 0 FJ Hero. Schade.
Das ist sad. 9, 3, 9, 10. Und zusammen mit Chris mit 11, 4, 25. Nicht schlecht, nicht schlecht. Überzeugend von Goomba. Definitiv. Sowohl im Play-by-Play als auch generell von der Strategie haben sich nicht lumpen lassen, waren immer zu deft da, haben sich nicht von einem Liken überraschen lassen und haben das Ding hier verdient nach Hause gebracht.